Zwirklop ist ein Pokémon mit dem Typ Geist und existiert seit der dritten Spielgeneration, entwickelt sich aus Zwirlicht und kann sich wiederum zu Zwirfinst weiterentwickeln. Zwirklop ist ein zyklopenähnliches Pokémon, welches hauptsächlich in der Farbe Schwarz auftritt. Sein hohler Körper ist tropenförmig gebaut und scheint von einer Bandage umwickelt zu sein, was an eine Mumie erinnert. Sein Gesicht besteht aus drei rechteckigen schwarzen Zähnen und einem weißen Auge mit großer roter Pupille. Seitlich des Gesichts sind zwei dunkle Bänder zu sehen, welche nach hinten ausgerichtet sind. Die Extremitäten bildet ein paar riesige graue Hände und zwei klobige Füße, deren Unterseite mit einem Kreismuster versehen ist. In seiner Shiny-Form ist das Pokémon in einem tönernen Rot gefärbt. Zwirklop ist ein langsames Pokémon, das sich jedoch durch seine herausragende Robustheit auszeichnet. Es nutzt sowohl spezielle als auch physische Attacken, um seine Gegner anzugreifen, und setzt dabei hauptsächlich Geistattacken ein. So bewirft es sie mit einem gruseligen Spukball oder erweitert seinen Schatten und greift sie so unerwartet von hinten mit einem Schattenstoß an. Es beherrscht aber auch Attacken anderer Typen und kann dem Feind beispielsweise durch die Statusattacke Irrlicht schmerzhafte Verbrennungen zufügen. Mit seinen riesigen Händen ist es fähig, eine Finsterfaust zu formen und den Feind durch einen kleinen Angriff damit großen Schaden zuzufügen. Das Pokémon kann die Fähigkeit Erzwinger besitzen, die den gegnerischen AP-Verbrauch verdoppelt. Seltene Exemplare verfügen über die versteckte Fähigkeit Schnüffler, welche ein getragenes Item des Gegners erkennen kann. Zwirklop ist ein rätselhaftes Pokémon, welches auf Ruhestätten und in Ruinen zu finden ist. In seinem hohlen Körper befände sich angeblich ein spektraler Feuerball, jedoch konnte diese Theorie bisher nicht belegt werden. Es wird häufig mit einem schwarzen Loch verglichen. Dies kommt daher, dass das Pokémon mit seinem offenen Maul ungeachtet der Größe alles absorbiert, jedoch nichts wieder herauskommt. Nachts sucht es nach Irrlichtern, um diese in sich einzusaugen, und man sagt, wenn man in den Körper von Zwielicht blickt, so wird die Seele in diesen hineingezogen. Indem es auf eine makabere Weise winkt und seine Augen zeigt, welches es anschließend auf den Gegner richtet, kann es diesen hypnotisieren, sodass dieser alle Befehle Zwirklops ausführt. Dabei ist Zwirklop der zweite Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich aus Zwirlicht und kann sich selbst seit der vierten Spielgeneration zu Zwirfinst weiterentwickeln. Die Nachtaktivität, das schauderhafte Verhalten, die finstere Gestalt des Pokémon und das rote leuchtende Auge, welche die Hauptcharakteristik von Zwirklop darstellen, bestehen in allen drei Entwicklungsstufen. Bei der Entwicklung aus Zwirlicht verliert das Pokémon seine geisthafte Erscheinung. Ihm wachsen zwei große Hände und zwei klobige, aber kräftige Beine. Das Gesicht ist nicht weiter von einer Knochenplatte geschützt und statt einem lagenähnlichen Überzug ist Zwirklops Körper nun von Bandagen umschlungen. Nach der Entwicklung von Zwirklop zu Zwirfinst wird die Erscheinung des Pokémon wieder geisterhafter. Zwirfinst besitzt keine Füße mehr und bewegt sich wie Zwirlicht schwebend fort. Die großen Hände bleiben dem Pokémon erhalten und es bildet zudem zwei lange Arme. Im Gegensatz zu seinen zwei Vorentwicklungen ist Zwirfinst Körperfarbe dunkler und mit einem gelben Linienmuster versehen. Während der Kopf von Zwielicht und Zwirklop fließend zum Körper übergeht, erkennt man bei Zwirfinst eine deutliche Grenze, die durch die hellere Farbgebung und einen Kragen aus sechs Rechtecken gegeben ist. Außerdem besitzt Zwirfinst auf dem Kopf eine gelbe Antenne. In den Spielen wird die Entwicklung von Zwielicht zu Zwirklop auf Level 37 ausgelöst und von Zwirklop zu Zwirfinst durch einen Tausch, während das Pokémon das Item Düsterumhang trägt. Und mit seinem Typ Geist ist es immun gegen Normal- und Kampfattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.